Das Evangelium, was ihr habt, ist das das Jesus-Evangelium oder welches Evangelium ist das? Erstmal, wann wurde bestimmt, welche Evangelien in dieses Buch hineingenommen wurden? Haben sich die Gefährten von Jesus zusammengesetzt und gesagt, oh ja, das nehmen wir mit auf in die Bibel und das nicht? Davon könnt ihr nur träumen. Wir müssen an das glauben, was zu Jesus herabgesandt worden ist, aber das haben wir nicht in unseren Händen. Die Evangelien, die wir hier haben, sind auf Griechisch geschrieben worden. Jesus hat nie auf Griechisch geschrieben. Und Jesus hat Aramäisch geredet. Das heißt, das, was ihr habt, ist nicht das Jesus-Evangelium. Es ist eine Übersetzung von dem, was einige berichtet haben, von dem, was sie berichtet haben, ohne eine Überlieferungskette. Sehr interessant, in dem Buch Jesus im Zerspiegel. Etwa 150 Jahre nach Jesu Tod gab es eine große Bandbreite unterschiedlicher christlicher Gruppen, die behaupten, die Sichtweise Jesu und seiner Jünger zu repräsentieren. Dabei vertraten diese Gruppen diametral entgegengesetzte Anschauungen, noch viel unterschiedlicher als alles, was es ins Neue Testament geschafft hat. Dann zählt er auf. Die Ebionierten, ja, die zum Beispiel nicht daran geglaubt haben, dass Jesus Gott ist. Da sagt er zu, Paulus entschied schließlich diesen Streit für sich, aber jahrhundertelang gab es Christen, die ihm, also Paulus, widersprachen. Die meisten Bücher im Neuen Testament sind von wem? Vom Apostel Paulus. Punkt. Für sie war Paulus nicht der große Apostel des Glaubens, sondern derjenige, der die Grundlagen des Glaubens völlig falsch verstanden hat. Dann, wen gab es noch? Markioniten, die nicht an das Alte Testament geglaubt haben. Dann verschiedene gnostische Gruppen. Dann, wen gab es noch? Die proto-orthodoxen Christen. Das ist das von heute. Dann gab es außerkanonische Schriften, die von vielen dieser Gruppen als heilige Schrift verehrt wurden. Hier, das Ebioniter-Evangelium beispielsweise. Das koptische Thomas-Evangelium. Dann die Thekla-Akten, der dritte Korintherbrief. Der Barnabasbrief, die Petrus-Apokalypse, das koptische Petrus-Apokalypse, Jakobus-Evangelium, Judas-Evangelium, Schriften von Maria Magdalena und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die damals im Umlauf waren. Und das seht ihr beispielsweise im Neuen Testament. Wenn ihr an das Neue Testament glaubt, Galater, okay? Hier sagt der Apostel Paulus, an den du glaubst, sagt dir Folgendes. Der Apostel Paulus, an den du glaubst, er sagt dir Folgendes. In Galater 1, 6. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat. Also von ihm. Also die Galater wenden sich von Paulus ab. Warum? Zuhören, warum? Und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Das heißt, dieses andere Evangelium muss ja der Botschaft von Paulus widersprochen haben. Was sagt er dann zu dem anderen Evangelium? Er sagt zu dem anderen Evangelium, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Er will also sagen, die, die das andere Evangelium verbreiten, was machen die? Die haben das Evangelium Christi verfälscht. Okay, jetzt eine ganz logische Frage. Jetzt eine ganz logische Frage. Die, die an das andere Evangelium geglaubt haben und das andere Evangelium gepredigt haben, und diese Frage möchte ich jetzt hier beantwortet haben. Die, die an das andere Evangelium geglaubt haben, was werden die, über die Paulus sagt, sie lehren ein verfälschtes Evangelium, was werden die über das Evangelium von Paulus sagen? Was werden die über das Evangelium von Paulus sagen? Die beziehen sich beide auf Jesus. Nee, es gibt keinen Modi, jetzt ist egal, brauchen wir nicht. Genau das Gleiche, natürlich. Sie sagen, Paulus verbreitet ein falsches Evangelium. Sie sagen, Paulus ist ein falscher Prophet. Paulus sagt in 1. Thessaloniker 4, was ein klarer Beweis ist, dass er ein falscher Prophet ist. Hier. Wir, und jeder kann die Bibel aufschlagen und schauen. Wir, die Lebenden, die noch übrig, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn,
Wann ist die Ankunft des Herrn? Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl geht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wann? Wann? Hier. Wenn der Herr selbst vom Himmel herabkommt, wenn der Befehl geht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Was passiert dann? Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, nicht die, die jetzt leben, sondern die noch übrig sind an dem Tag, ja, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Das ist eine ganz klare Sache. Paulus will hier vermitteln, dass er und die, die mit ihm sind, noch zu den Lebenden gehören, wenn der jüngste Tag kommt. Das will er hier sagen. Und was waren dann eure Antworten? Ich habe auf jeden diesen Schwachsinn geantwortet. Ganz klar. Da wird gesagt, ja, mit wir ist gemeint wir Christen. Ja, warum sagt er da nicht wir die Lebenden und wir die schon Verstorbenen? Es ist ganz klar eine falsche Prophezeiung. Okay, es gibt kein Jesus-Evangelium. Es gibt ein Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium. Zeigen wir, schauen wir mal, was die Leute dazu sagen. Was die Christen selber dazu sagen. Hier. Es gibt ein Vorwort hier in der katholischen Einheitsübersetzung. Da steht, hier, das Evangelium nach Lukas. Hier oben seht ihr das. Das Evangelium nach Lukas. Nee, steht dazu. Das Lukas-Evangelium ist ein Werk der dritten christlichen Generation. Für diese sind das Geschehen um Jesus von Nazareth, die Urgemeinde in Jerusalem, die Mission des Paulus schon Geschichte. Das hat er später nachgeschrieben. Lukas greift bereits auf das Markus-Evangelium zurück. Das heißt, er greift auf ein anderes Evangelium zurück und weiß von der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Das ist eine Abfassung in den Jahren 80 bis 90 wahrscheinlich. Das ursprüngliche Injil ist nicht mehr vorhanden. Ganz einfach. Das ist das, was Jesus offenbart wurde. Vielleicht wird man irgendwann Manuskripte davon finden, wie man immer wieder Manuskripte findet. So. Aber was steht hier? Hier steht nichts von Bibel. Und hier steht schon gar nichts von den Briefen des Apostel Paulus, der sowieso ein falscher Prophet ist. Ganz klar und deutlich. Schlagt einfach die Bibel auf. Esra 2 und Nehemia 7. Ich vergleiche jetzt. Hier steht Esra 2. Das ist Esra 2. Okay. Und das ist Nehemia 7. Ihr könnt euch das einfach nehmen und schauen. Hier wird von was geredet? In beiden Stellen wird von demselben Ereignis geredet. In beiden Stellen wird vom selben Ereignis geredet. So. Nun kehrten sie nach Jerusalem und Juda zurück. Das heißt, die Kinder Israels kehrten aus Babylonien. Nun kehrten sie nach Jerusalem und Juda zurück. Und dann werden die einzelnen Stämme aufgezählt. Wer die Wahrheit will, kann sich jetzt die Bibel nehmen und schreibt sich diese einzelnen Stämme auf und schreibt die Zahlen auf. Okay? So, hier steht zum Beispiel, die Nachfahren von Arach, die zurückgekehrt sind nach Jerusalem und Juda, sind laut nach Esra 775, nach Nehemia 652. Von Pahat Moab nach Esra 2812, nach Nehemia 2088, nach Nehemiah sind laut Esra 2222, laut Nehemia 2322. Ja. Das ist hier der Punkt. Das heißt, hier gibt es 18 Widersprüche in den Zahlen. Entweder das eine ist von Gott oder das andere ist von Gott oder beides ist es nicht von Gott. Wenn das verschiedene Wellen wären, hier redet man vom selben Konsens, es steht nichts von verschiedenen Wellen. Ist Blödsinn, ist das. Zweitens, dann wären nicht die Zahlen
komplett gleich. Zum Beispiel bei Parosch sind es 2172, bei Esra und bei Nehemia 2172. Bei Shephatja sind es dieselben, bei Elam sind es dieselben, bei Sakkai sind es dieselben, bei Jora sind es dieselben, bei Gabba sind es dieselben. So, wenn es verschiedene Wellen sind. Zweitens, bei beiden Geschichten steht, Folgendes. Die ganze Volksgemeinde zählte insgesamt 4.360. Bei Esra und bei Nehemia 7. Achso, es waren verschiedene Wellen, aber sind insgesamt 42.360. Und wenn du es zusammenzählst, kommst du nicht auf 42.360, weder bei Nehemia noch bei Esra. Das heißt, wer also dabei bleibt, ist einfach nur stur. Ganz einfach. Ist einfach nur stur und will die Wahrheit nicht sehen.